Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch das neue Pet Simulator X Update. Das ist ein Zusammenschnitt aus dem Livestream, wo wir noch ein bisschen was von dem Update spielen konnten und halt immer mal wieder versucht haben reinzukommen. Am Ende war Pet Simulator X leider privat und wir konnten uns nicht alles anschauen, aber ihr seht erstmal unsere ersten Eindrücke. Viel Spaß! Mit Tiger 1, komm schon, lade bitte! Hey, bei mir ist schon geladen. Ich komm rein! Ich hab's reingeschafft! Axolotls, Ocean World, Axolotl X, The Void. Hacker Portal, Machines Uplöften, New Exclusive Egg und much more. Oh, ich freue mich am meisten über much more. Guck dir diesen Brunnen an, Louis. Der Brunnen hat eine neue Form. Oh, das sieht echt anders aus. Ja, er ist nicht mehr rund. Okay, wohin gehen wir jetzt? Die Bank sieht auch anders aus. Aber das ist halt alles nur... Oh, alle Maschinen sehen... Die wurden alle überarbeitet. Hübsch. Oh mein Gott, auch Maschinen. Oh mein Gott, neue Skins für Sachen. Die Frage ist, gibt es neue Einstellungen bei der Bank? Wahrscheinlich nicht. Ah, ja, okay, die Bank kann man sowieso vergessen. Während der Updates brauchen wir jetzt nicht gucken. Okay, darf ich jetzt dich teleportieren? Oh mein Gott, guck mal in den Teleport. Da unten ist Hackerportal. Oh mein Gott, Hackerportal waren wir schon. Aber wir gehen jetzt hin zum Hackerportal, um da endlich durchgehen zu können. Wir stehen ineinander. Oh, du bist weggegangen. Du hast alles kaputt. Soll ich meine Pets wegmachen? Kurz, warte. Okay, ich wollte gerade meine Pets rausholen. Alle meine Pets. Warte auf mich. Du, ja. So. Okay, wir schaffen das. Gehen wir da rein. Endlich. Der Tag, auf den wir so lange gewartet haben. Jetzt steht da, du brauchst 99 Trillionen Tech-Coins. You need to unlock You need to complete the three quests. Was? Was soll denn das jetzt? Ja, was für drei Quests? Break 10 Giant Hacker Chests. Na gut, wir müssen jetzt erstmal Quests erfüllen. Sind das die hier? Ja, du kannst... Warum bebt es hier eigentlich so? In die Settings gehen, also unten auf dein Pad, unten rechts auf Settings und dann Pet Sending auf All stellen. Wo? Dann sendest du immer alle Pets auf einmal. Warte, erstmal hier das U. Also ich muss ehrlich sagen, tatsächlich Pet ist es Sending. Eine gute Sache, dass Preston hier zu Quests hinzufügt. Gibt dem Spiel halt ein bisschen mehr Extras. Kannst du mit mir machen, please? Please, was? Ich habe sogar extra Triple Damage. Oh, nice. Weil ich ein so guter Kerl bin. Du bist so ein guter Kerl. Lass dich anschauen. Ich schau dich an. Oh, du bist so ein guter Kerl. Kriegen wir eine Benachrichtigung, wenn die Quests vollendet sind? Unlock all, teleport, 0 Robux stand da. Was? Wo? Ach so, warte. Wo war das? Wo war was? Irgendwas mit unlock all, das hab ich... Warte. Ist das hier? Ist das hier? Also Teleporter unlock all oder was? Unlock all. Ja, wo finde ich das? Ganz unten beim Teleporter. Teleporter. Ich hab das doch. Ja, das hast du natürlich. Das war in der ersten Game Pass. Oh mein Gott, war das... Roblox ist down. Ja, ja, Roblox hat momentan ein paar Probleme. Aber wir haben es reingeschafft. Gut, ich gehe mal weg zum Portal, weil das müssten doch... Ich habe noch nichts gesehen. Ich habe ein bisschen nicht aufgepasst hier gerade. 6 Giant Hacker Chests brauche ich noch. Hä, aber wir haben doch mehr als 4 gebreakt gerade. Oh, ich glaube, wir müssen die alleine breaken. Du hast jetzt deine Pets woanders ran. Aber du musst mir helfen, ich bin arm. Nein, du bist nicht arm. Ich mache mir aber auch mal so einen Boost rein. Augenblick. Aber guck mal, Leute, dafür, dass, also Roblox ist zwar down, aber ihr könnt immer noch hier zugucken. Ja. Hey, das war meine Chest. Tja. Wie viel habe ich jetzt? 2, 6, 5, 4, noch 4, noch 3. Ich hoffe, ich mache eine mehr. Ich sag jetzt noch 3. Und die muss ich auch einsammeln. Wie viel habe ich schon? Ich habe keine Ahnung. Oh, ich muss noch 3. Okay, so, hier noch. 2 S mit Karamell, nix kriegst du. Zweite Quest, collect 50 Lootbags. Oh. Also noch brauche ich keine Pets zum Verschenken. Ich bin gerade noch dabei, die Quest zu erledigen. Ich muss jetzt 50 Lootbags collecten. Außerdem ist das nicht alles, was ihr habt, was krasses wertlos wieder? Also, ja, was wollt ihr aber, von mir, aber es ist eigentlich eine gute Sache, dass Preston jetzt so Quests hier zum Progress hinzugefügt hat. Das ist voll nervig. Es ist nervig, aber es delayt halt auch den Progress, den man macht. Was heißt, es ist nicht jeder sofort wieder OP im neuen Update. Jetzt 50 Lootbags. Ja, das ist nervig. Wer will 50 Lootbags? Danach kommt wahrscheinlich, ja, 253 Milliarden Diamonds. Ja, bestimmt. Pet Simulator X hat 600.000 Spieler. Ja, stabil. Das glaube ich erst nicht. Das glaube ich erst, wenn ich sehe. Und ich werde nicht nachgucken. Könnt ihr vergessen. Also stimmt das auch nicht. Genau. Ich krieg aus einem Ding so im Durchschnitt einen Lootbag. Das lohnt sich nicht. Heaven's Gate? Kriegt man da Lootbags? Wo Lootbags? Bei der Heaven's Gate, diese Box? Nee, da kriegt man keine Lootbags. Aber ich möchte jetzt warte mal. Himmelstor. Oh nein. Teile sind jetzt wieder übersetzt. Ich mag das nicht, wenn dieses Spiel teilweise übersetzt ist. Das ist seit ein paar Tagen so. Dass Roblox das jetzt automatisch bei Spielen macht, auch wenn die es nicht eingestellt haben. Heaven's Gate ist jetzt Himmelstor. Moin. Und Hell Island ist jetzt Hölleninsel. Och nee, man kriegt weniger Lootbags aus dem Ding hier raus. Dann mache ich, dann gehen wir einfach mal zur Steampunk Chest. Genau, Steampunk Chest. Wo ist die Steampunk Chest? Das ist meine. Unsere. Meine. Warum sind meine Pets nicht hier? Deine Pets sind hier. Nee. Deine Pets refusen aber für dich zu arbeiten. Weil das ist meine Chest. Please. Unsere Chest. Wir können doch beide Lootbags. Inzwischen so schnell abbauen. Kriegen wir nicht beide Lootbags?
Nee, irgendwie zählt immer nur eine Person. Ich habe Lootbags bekommen. Nur drei? Früher hat man so viele bekommen. Was soll denn das? Preston spart bei Lootbags. Ist so. Ja. Kriegt man denn noch Lootbags? Lootbags, ja, einfach nur durch Abbauen. Aber du musst halt Sachen abbauen, die dir ebenwürdig sind. Oh. Geh am besten zur Volcano. Bei Volcano kriege ich gar keine Lootbags. Mann, wie viele Leute gucken Huge eigentlich Stone zu? Dragon. Ja, das schaue ich mir gleich an. Aber ich möchte eigentlich die Quests jetzt abschließen. Ah, oh, wollen wir uns das Exclusive Pet Egg gönnen? Für nur 2400 Robux? Natürlich, das sind ja nur 25 Euro. 25 Euro für Gambling. Weißt du, Casinos sind noch ein bisschen gnädig zu einem und lassen dich mit 20 Cent spielen, weil sie wissen, dass du 30.000 Mal spielst. Aber Preston denkt sich so 25 Euro. Ja, easy. Take it or leave it. Genau das denkt er sich. Ja, das denkt er sich. Es gibt neue Pet-Einstellungen. Pet-Einstellungen. Was geht dich nichts an? Pet-Database, all pets. Lootbags sammeln. Off rare pets. Ach, dass man in der Datenbank nur noch... Off, Rare Pets, All Pets. Oh, es gibt jetzt eine Bank in der Tech World. Die sieht hier komplett fehl am Platz aus. Ich hätte wenigstens einen anderen Skin für die Tech World bekommen können. Warum machst du nicht meine Tactics? Weil ich hiermit schon angefangen habe und guck mal, wie weit ich bin. Nö, jetzt hole ich mir das. 50-50. Okay, ich habe ein paar Lootbags bekommen. Aber ich habe, glaube ich, nicht mal genug Lootbags bekommen. Warte. Vielleicht reicht's ja, wenn man die Pets da reintut? Nein, das reicht nicht. Hätte ja sein können. 5, jetzt brauche ich noch 4 Lootbags. Was machen wir jetzt, eine halbe Stunde? Ich muss jetzt erstmal noch die Pets in die Dark Matter Maschine packen. Ich brauche mehr als eine halbe Stunde. Wie viele Pets muss man Dark Matter machen? 3. Wisst ihr, Leute, wäre das hier mein Stream, hätte ich jetzt einfach 300 Robux hierfür ausgegeben. Gut, ich mache jetzt erstmal ein paar Pets Rainbow. Dafür bin ich nicht weit genug gefahren. Mach einfach 2. Count und schenk dir Pets. Hey, was für Pets? Es geht doch nicht um Pets. Ich habe doch unendlich viele Pets, Leute. Mach doch, Anton, mach doch einfach. Hä, ich habe doch... Oh, ich hatte Auto-Delete an. Oh. Das kommt davon, wenn man sich nicht für Billo-Pets interessiert. Dann farmt man die Billo-Pets auch nicht. Das ist voll der Wurm hinter mir. Ich habe Spaß. Und Leute, wie findet ihr Danny Justin, ne? Ja, Leute, wie findet ihr Danny Justin? Aber bedenkt, eure Antwort hört Danny Justin. Und er kann jederzeit hinter euch stehen mit seinen Muckis. Öffne Robux. Warum sollte ich das tun? Warum sollte ich auch nur einen Cent in Pet Simulator X ausgeben? Ich bin doch kein Vollidiot. Also wirklich, Leute. Und wer ist schuld, dass das bei mir so lange dauert? Roblox Felix, weil er von mir wollte, dass ich mit ihm Hide and Seek aufnehme. Ist so, ist alles Roblox Felix schuld. Also genau. Meine. Hätte er mit mir nicht Hide and Seek gespielt, dann hätte ich gar nicht erst wäre ich gar nicht im Pet Simulator X drin gewesen und hätte die Pets auch nicht rausgenommen. Genau. Nix Spam? Wieso kannst nicht Spam? Wir können gerne Spam. Nein. Stimmt, du hattest so einen Disput mit Jan, nicht wahr? Einen Disput. So, und jetzt kommt der Moment, wo ich meine zusammengefarmten Rainbow Pets in die Dark Matter Maschine packen wollte, damit ich so schnell wie möglich die 3. Quest fertig kriege. Und das passierte. Was ist denn das? The Void. Axolotl Ocean. Wo ist Axolotl Ocean? Something went wrong? Jetzt hör doch auf mit dem blöden Something went wrong. Ich muss den Server wieder schließen. Ach Mensch. Wie Erlebnis ist privat? Jetzt ist Roblox schon wieder down. Oh, Client Initiate Disconnect. Geil, Leute. Ich weiß, wer dahinter steckt. Das ist Megamind. Wenn ich auf Server beitreten drücke, dann springt er wieder hoch, als würde ich die Seite neu laden. Aber ich lade die Seite nicht neu, ich drücke auf beitreten. Das Erlebnis ist leider privat. Preston, hat Pet Simulator X privat gestellt oder ist Roblox down? Oh, dein Zugriff auf dieses Erlebnis konnte nicht bestätigt werden. Ja, und da hat Preston Pet Simulator auf privat gestellt, weil Roblox Probleme mit Purchases hatte. Das war's dann auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Im nächsten Video zeige ich euch den Rest von dem Update. Bis dann und ciao!